2:2, also das Schlussresultat verschieben gegen Basel. Und bei mir jetzt einer von den Direktbeteiligten, beziehungsweise einer von den Goalschützen. Ja, Fassi, 2:2. Wir haben vorher auf Sendung gesagt, dass ein X, ein Unentschieden nehmen wir, oder? Ja, jetzt schlussendlich, wenn wir das Spiel anschauen, nehmen wir es sicher. Wir haben das vor dem Spiel ein bisschen mehr vorgenommen, ein bisschen besser auftreten, aber schlussendlich, wenn wir jetzt die 90 Minuten anschauen, sind wir sicherlich happy über den Punkt. Du bist maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass es gelangt für diesen Punkt. Endlich mal wieder hat es geklappt, nach über 5 Monaten Goal-Abstinenz. Triffst du endlich wieder, jetzt ist der Knüppel gelöst, oder? Ja, ich hoffe es. Ich weiss nicht, was die Zukunft wird bringen. Aber wir haben letzte Woche noch gescherzt. Jetzt kommen so die wichtigen Partien. Die letzten Monate haben andere getroffen. Jetzt wäre es wieder mal Zeit, dass ich einen mache. Jetzt ist sie zum Glück wieder rein. Und man hat so richtig gemerkt, der Druck, der ist schon von dir abgeht. Und die ganze Mannschaft ist dir gekommen, Glückwünsche. Ja, es war jetzt wirklich eine extrem lange Zeit gewesen und alle haben es gewusst, dass ich auch viel Pech hatte. Manchmal war schon nicht gerade so gut gewesen vor dem Goal, aber irgendwann wird es wieder kommen. Das sind alle extrem glücklich, dass ich sie mal wieder gemacht habe. Ja. Kurz vorher ist es noch mal ganz, ganz eng geworden, 5 Minuten vor dem Goal. Der Kopfball, der dort noch an Innenpfosten tropft. Was denkt man in solchen Momenten? Ja, irgendwie ist das so typisch für mich, so für die letzten Monate. Eben, ich habe viele Chancen und dann geht sie am Pfosten, es fällt ganz wenig, dann wäre sie rein. Ja, es ist so typisch dann halt, aber man hakt es ab. Moment lang stört sein, aber ja, man kann nicht mehr machen, es ist passiert und dann schauen wir wieder vorwärts. Das dritte Saisonviertel ist jetzt vorbei. Jetzt haben wir gegen alle einmal gespielt in dieser Rückrunde. Wir haben also noch 9 Matches in der Super League. Standortbestimmung momentan 16 Punkte immer noch vor dem FC Basel. Sie haben noch ein Spiel mehr. Wie geht es mit dem letzten Viertel rein? Ja, gleich wie bis anhin. Wir wollen einfach möglichst schnell die Meisterschaft klar machen. Aber wir schauen Spiel für Spiel. Die nächste Woche St. Gallen und dann einfach dort wieder 3 Punkte anvisieren. Und ja, wir schauen wirklich nicht zu weit voraus. Es ist einfach, wir nehmen das Spiel für Spiel, so blöd, dass es tönt. Aber etwas anderes bringt es gar nicht. Also, dann gratulieren wir zu diesem Punkt gegen Basel. Wünschen gute Erholung und alles Gute im nächsten Spiel.